Hallöchen Leute, wir spielen dieses Mal kein Genshin Impact, wir spielen mal wieder Tower of Fantasy. Und wie ihr sehen könnt, die Kommandantin ist dieses Mal nicht am Start, sondern es ist die Vizekommandantin. Und zwar Huma. Musste gerade überlegen, wie sie hieß. Wie ihr sehen könnt, sie hat einen schwarzen Schild. Das liegt daran, weil die Gute nicht mehr so aussieht wie davor, wo sie noch ihren Metallschild hatte. Sie hat jetzt nämlich ihre neue Ausrüstung. Und zwar bekommt sie die ja, wenn sie ihre Waffe auf Stufe 3 hat, also mit 3 Sternen. Dann habe ich mittlerweile das Schwert, das Katana von der Kommandantin auf stolze Stufe 100 erreicht, obwohl sie noch keinen Stern hat. Das gleiche geht mit Tsubasa, die hat leider auch keinen Stern. Wobei sie aber auf meiner Freundesliste sogar 4000 Freundschaftspunkte hat und ich mit ihr schon mächtig am Chattern bin. Dann haben wir hier ein paar Wörtchen mit Mary gechattert und natürlich mit der Kommandantin. Doch mit den beiden chatter ich nicht so viel, da sie mir nicht so viel schreiben. Der Grund ist einfach, da ihre Freundschaftspunkte noch nicht so hoch sind. Während hier noch Mias Küche am Laufen ist, erzähle ich euch noch, was wir heute machen werden. Wir werden entweder die Hauptmission weiterführen oder aber auch einen Legendenauftrag in Arbeit nehmen. Und zwar haben wir einmal kurz hier abliefern. Wir haben hier noch sowas. Im Übrigen, das Event mit dem Kochen ist vorüber. Ihr freut euch bestimmt. Hier muss ich rein, dann muss ich zur Geschichte. Und zwar haben wir hier diesen Legendenauftrag. Und zwar heißt die Geschichte, die Geschichte von Cobalt B. Das wäre interessant. Oder einfach hier oben die Hauptquest weitermachen. Ich würde irgendwie beides machen. Sprich, ich würde kurz ein paar Settings von der Hauptquest mitnehmen und dann den Legendenauftrag von Cobalt B mir mal zu Herzen nehmen, weil diese Geschichtenaufträge sind meiner Meinung nach recht spannend oder interessant, finde ich. Gut, schon mal noch kurz bei den Waffenlunsen. Ich habe eh kein Geld. Aber nein, ich wollte noch was anderes. Der hier. Boah, 1000. Ich kann wieder Geschenke einkaufen. Und zwar mache ich das noch schnell. Nehme 5 davon.
haben wir 5 davon. 5 von denen. Und 3 Geschenke einfach. Free to play. Und dann gehen wir zum Simulcast. Gehen zu Erwachen. Dann die gute Kommandantin und deren die Geschenke reinballern. So, und jetzt müsste sie bei 1-2 sein. Und dann gehe ich zu Mary und mache da die restlichen Geschenke rein. Kühle Rose. Und hier haben wir Claudias Blinzel. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Danke für deine Hilfe. Ich werde erst einmal den Hut kaufen gehen. Hast du in den letzten Tagen nicht so gut geschlafen? Ja. Oh. Wie erwartet achtest du nicht auf dich? Du siehst wirklich müde aus. Wenn du so weitermachst, wirst du Probleme kriegen. Uff. Zu viel Druck. Sind die Missionen zu anstrengend? Ich kann damit umgehen. Und wir sind übrigens Stufe 66. Na gut. Verlang dir nur nicht zu viel ab. Wenn du mich jemals brauchst oder auch nur ein offenes Ohr, ich bin immer für dich da. Danke. Lieb von dir, Kommandantin. Es lässt mich nicht unberührt, dich so in einem Zustand zu sehen. Es ist für alle nicht leicht, dich so teilnahmslos und erschöpft zu sehen. Ja, tut mir leid. Ich gebe mein Bestes. Hey, ich sehe gerade, die Hälfte ist ja in dem Fall dann fertig bei ihr. Nice. Was ist eigentlich ihre Ult? Claudia Schatten. Okay. Jetzt habe ich sie gerade halt natürlich nicht ausgerüstet. Ich würde mal gucken. Das war's nicht. Hier. Ach ja, und im Übrigen, ich habe diesen Zero Boy. Ich mag den gar nicht. Dieses Character-Stil, das ist so. King geht ja noch als Character-Style, aber der hier, der ist unterstes Ding. Der ist genauso kacke. Die gefällt mir noch. Oder? Der im zweiten Stil geht auch noch. Sie ist süß. Die restlichen kennen wir ja. Otoshi? Selbst sein zweiter Stil sieht kacke aus. Aber gut. Zurück zum Wesentlichen. Ich wollte kurz die Kommandantin aktivieren und dann mal kurz ihr Blinzeln angucken. Jetzt die ganze Zeit blinzeln, oder wie? Hat sie vorher nicht geblinzelt? Ich müsste da mal drauf achten, was ihre Waffe jetzt dann an neuen Damage macht oder so. Naja, ich will mit Humor ein bisschen
in ihrer zweiten Form rumlaufen. Oh, ich habe noch. Es geht noch weiter, oder wie? Na gut, ich belasse es erstmal dabei. Okay, wir sehen uns. Nach oben muss ich. Huch. Die sieht geil aus. Schöner Charakter. So muss ich das. Ach ja, und ich habe hier so ein Maschinenroboter-Dingsbums da mir freigeschaltet. Damit man so richtig drauf smashen kann, wenn es hart auf hart kommt. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen viel zu viel Zeit damit investiert, die Charakter und so vorzustellen, aber ja, muss sein. アイダの子は海辺の拠点に撤退したわ。今オスが手伝いによこしたのって、あなた捕まった仲間はこの中にいる。でも衛兵が多すぎてなかなか近づけないの。でもあなた本当に大丈夫？自分を犠牲にするなんてことやめてね。何かあったら。マリ、聞こえるか？ Bei einem Schneesturm mit diesen kurzen Sachen da. Ich gehe so rum. Oder ist gefangen genommen. Schwert keine Unterschiede mehr. Da sind ja mehrere Gefangene. Also beim Bogen sieht man, dass es ein bisschen mehr ihr wisst schon, gibt. Schon krass die Veränderung von diesem Shield zu dieser Riesenaxt. Oder Slash Hammer, würde ich jetzt mal sagen. Mit Speer integriert auch noch. Richtig geil, dieses Design. Oh, sind ja noch mal welche. Also Gegner meine ich. Bloß meine Ult geht in dem Fall in eine komplett andere Richtung. Müsst ihr nur langsam mal gucken, wie das mit diesen Matrizen aussieht. Also, das hier meine ich. Da müsste ich dann auch so langsam mal mehr epische bekommen, weil bei dem Shield zum Beispiel muss ich hier gucken,
Da habe ich noch sehr viel von dem blauen Auflager. Hier habe ich noch ein blaues Auflager. Und ich habe so ziemlich fast alles aufs Schwert gepackt. Und dieses Kopfteil, da fehlt mir auch etliches. So, einmal alle Leute befreien. Besiege die Cyberbestie. Hätte ich doch gleich am Anfang machen können. Die ist größer, sehe ich gerade. Die haben respawned. Nein, die haben nicht respawned, die... Das wäre jetzt das Standard-Dingens. Da hochklettern, ah doch. Ich hole mir dieses blaue Dingsbums da drüben. Und wie ich das da hoch machen kann, das weiß ich auch noch nicht. Nicht mal smashen oder so. Naja. Teleportieren wir uns zurück. Stimmt, das war der Typ. So, wer dieser seltsame Typ wohl ist? Oh, natürlich. Der ist ja auch immer überall. Weißt du, was ich überspringen das? Ja, kann man so sagen. Ach, dieses kleine Mädchen. Ich bin hier.
Ah, wir werden jetzt den Turm von hier freischalten. Okay. Ich kann nichts machen, nicht mal die Maus bewegen. Wir fahren einfach mal drauf los. Dieses kleine Stückchen hätte man auch laufen können. Müsste man die Natur nicht so belasten. Jetzt habe ich in dem Fall schon eingelöst. フランスさん、これからどう？邪魔者をいちいち排除してる暇ない。君の実力なら、コントローラーさえ見つかれば、自己消滅プログラムを起動して地雷を消せる。 So, dann wieder ab zum Schneestück. Was ist das? Pumpen, wie es aussieht. Spinnen, was waren das gerade? Spinnen, Sprenger oder so. Ah, vielleicht konnten sie deswegen nicht weiter fahren. Fast tot. So. Das Katana passt aber auch super geil zu dem Charakter. So, jetzt erstmal Techno-Konsole wieder hacken. Und die Minen ausschalten. Wieder einfach darauf zuläuft. この雲時代、十中八九間の殺し技だろう。こんなに早くお出迎えされても。マリーの情報によれば、この先のと、と、と。 峠を曲がると。ここに来るのは久しぶりだが、オムニアムタワーの場所はなんとなく覚えてる。ついてこい。ほいよいよい、 da hatte ich eine Vorahnung. Und danke für das Gesundheitsgrüßchen. Auch wenn dich keiner gehört hat und mich hat auch keiner gehört. Das war ein sehr männlicher Nieser. Ja, das sieht komisch aus. Das liegt daran, weil der vereist ist. Aus diesem Zweck hat er eine Kanone aufgestellt. Ja, ich hole das da vorne noch. Hä? Das wird ja gar nicht angezeigt. Lul. Wahrscheinlich, weil wir das Gebiet ja auch noch gar nicht
erforscht haben. Schönes Ding. Ist das eine Kapsel? Das ist eigentlich eine Kapsel, aber warum kann ich die nicht öffnen? Das ist wohl eine andere Art von Kapsel. Das ist keine Kapsel, das ist so ein normales Ding. Ich bin noch da. Besiege 3 Mitglieder. Die habe ich besiegt. Schönes Ding, ne? Also ich möchte es neu hinporten lassen, damit sie respawnen oder wie. Ah. Ich hatte es doch im Gefühl, dass da oben was ist. Jetzt muss ich mir kurz noch 5 Sekunden warten. In dem Fall porte ich mich einfach nochmal hin, oder? Damit es respawnen kann. Das ist nicht der Ort, wo ich das muss ich alles außen rum wegen dem Eis. Dann schnappe ich mir noch das mit als Belohnung.
Kapsel angezeigt, aber die ist in dem Fall auch über mir. Ach, jetzt wurde auch die Mission respawned, wie es aussieht. Ja, das sind die, die ich im Voraus schon besiegt habe, ne? Ah, und jetzt kann ich auch diese eine Kapsel da oben benutzen. Schönes Ding. Immer schön brav der Mission folgen, bevor wir irgendwas smashen wollen. So, den Rest mache ich aber in der nächsten Folge. Bis dahin, reingehauen und Tschüssikowski. Oder so. Bye bye.